Ja, hallo, ich bin der Markus und was lernt man bei euch so? Ja, also bei uns ist eben ein Kommunikations- und Mediendesign-Kolleg und wir haben verschiedene Bereiche, Fotografie, Film, Webdesign, Netzwerktechnik, Grafikdesign, Audiotechnik und dann bist du Wirtschaft dabei. Das heißt, du lernst eben die ganzen Abläufe, wie du es richtig fotografierst, die Belichtung, wie du beim Filmen schneidest, aufnimmst, es bearbeitest, Webdesign eben, wie es der Homepage aufgebaut ist, wie es programmierst, ja, Audiotechnik, wie du es aufnimmst, richtig zusammenmischst, Musikstück zusammenstellst, vom Aufbau her zuerst Schlagzeug, dann die Gitarren, dann die Solos, Gesang kommt ganz am Schluss, Grafikdesign, die Perspektiven, wie eben das zum Zeichnen auszusehen hat, dann noch am Computer, wie es eben zeichnest am Computer, gestalterisch ein Plakat auszusehen hat, damit es eben dann auch wirklich professionell wirkt. In Wirtschaft haben wir eben Rechnungswesen und Betriebswirtschaft dabei. Das haben wir eben dann dafür dabei, dass wir nach dem Diplomabschluss eben die Berechtigung haben, ein Unternehmen zu gründen. Das heißt, unser Diplom ist auch gleichzeitig die Unternehmensprüfung. Das ist eben im Großen und Ganzen, dass du bei uns am College lernst. Also da lernt man ja ganz schön viel. Braucht man irgendwelche Vorkenntnisse? Vorkenntnisse selber nicht, Interesse ist halt wichtig. Und was du auf alle Fälle haben musst, ist eben die Matura bzw. eben die Berufsreifeprüfung. Das reicht dann schon.